Wie der schweizerische Eigentümer des deutschen Fernsehsenders Sport1 am Dienstag mitteilte, soll der Sender zum Verkauf stehen. Der Verwaltungsrat der Highlight Communications AG strebe, einen strukturierten Prozess bezüglich eines möglichen Verkaufs der Sport1 Mediengruppe oder Teilen der Gruppe an. Durch den Verkauf des Senders soll eine Weiterentwicklung von Sport1 gelingen. Wenige Stunden vor dem Statement trennte sich der Sender mit sofortiger Wirkung von Vorstandschef Olaf Schröder und Chefredakteur Pit Gottschalk. Die Entscheidung wurde mit einer angestrebten Neuausrichtung und stärkeren Fokussierung auf das Digitalgeschäft begründet. Robin Seckler und Matthias Kirschenhofer sollen die Leitung des Senders fortan übernehmen. Sport1 ist vor allem für seine Fußball-Talkshow Doppelpass bekannt, die seit 1995 ausgestrahlt wird.